Der ehrwürdige Koran und die Morale. Alles Lob gebührte Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, fürwahr, dieser Koran leitet zum Rechtigesten und bringt den Gläubigen, die gute Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen großer Lohn werden soll. Ich bezeuge, dass es kein Gottheit da außer Allah und Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. O ihr Leute, es ist bereits eine ermahnende Lehre zu euch gekommen von eurem Herrn und ein Heilmittel für das, was in den Herzen ist, und Rechtleitung und Barmherzigkeit für die, den Glauben verinnerlichenden. Einige Dinge geben uns Auftrieb, weil sie unser Herzen berühren. Allah, der Hocherhabene, weiß, was uns verletzt oder was bewirkt, dass wir uns niedergeschlagen fühlen. Für all unsere Krankheiten gibt es Heilung. Der Koran ist eine derartige Quelle der Heilung. Wie kann der Koran eine Heilung sein? Der Koran besteht aus den vollkommenen, ewigen Worten Allahs. Wenn wir einen Brief von jemandem erhalten, den wir lieben, dann beschäftigen sich unsere Herzen beim Lesen von dessen Worten, weil wir ihn lieben. Wenn es jemand ist, den wir respektieren, dann nehmen wir dessen Worte besonders ernst und wissen, dass er das Beste für uns will. Wenn es jemand ist, nach dem wir uns sehnen, dann lesen wir dessen Worte immer wieder und suchen in ihnen Zuflucht, bis wir ihn sehen. Stell dir nur vor, dass der Koran aus Allahs Worten besteht, die an dich gerichtet sind. Stell dir die Sehnsucht des Herzens nach dessen Allerliebsten, nach dessen Herrn vor. Aus eigener Erfahrung lese ich immer im Koran, wenn ich von einem solchen Traum erschüttert wurde und mein Herz Angst und Unbehagen verspürt. Das berührt mich immer. Gleiches gilt, wenn ich traurig bin, wenn der Koran in unsere Herzen dringt, gibt es etwas, das jegliches weltliche Negative fortnimmt. Der Koran bringt uns auch zum Wesentlichen zurück. Wir lesen, dass Allah einer ist und dass er alles besitzt und der Herr der Welten ist. Wie könnten wir dann, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, jemals denken, dass Menschen ohne die Erlaubnis Allahs handeln? Wir lesen von den Prüfungen derer, die vor uns lebten, wie sie standhaft blieben und Allah, der Hocherhabene, mit ihnen war. Wie könnten wir aufgeben? Wir lesen, dass er für den, der ihm vertraut, dessen Genüge sein wird und alle Bittgebete beantwortet. Wie könnten wir dann verzweifeln, wenn wir daran erinnert werden, dass es einen Tag der Auferstehung gibt und wir nur unsere guten Taten mitnehmen können? Wie klein wären dann unsere weltlichen Bedürfnisse? Damit der Koran eine Quelle der Heilung für uns ist, müssen wir ihn mit diesem Verständnis lesen und mit der Absicht, Richtleitung zu erlangen. Scheich al-Sha'rawi zitiert in seiner Koran-Exegese eine schöne Aussage von Imam Ja'far al-Sadiq, der seiner Meinung nach am meisten über die Geheimnisse des Koran wusste. Ich wundere mich über denjenigen, der vor Angst geplagt ist und nicht zu folgenden Worten Allahs flieht. Unser Genüge ist Allah, und was für ein verzüglicher, beschützender, sachverharrter, sachwalter. So kehrten sie mit Gnade von Allah und Gunstbezeigung zurück. Kein Übel hat sie getroffen. Und ich wundere mich über denjenigen, der vor Traurigkeit geplagt ist und nicht zu folgenden Worten Allahs flieht. Es gibt keine Gottheit außer dir, gepriesen sie, seist du, ob deiner Erhabenheit über jeden Mangel.
Ich war wahrhaftig der Ungerechten einer. Da erhörten wir ihn und erretteten ihn aus dem Kummer. Und auf diese Weise retten wir die den Glauben Verinnerlichenden. Und ich wundere mich über denjenigen, der vor Verrat und Betrug durch Menschen geplagt ist und nicht zu folgenden Worten Allahs flieht. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Allah ist wahrhaftig hinsichtlich der Anbetendienenden allsehend. So bewahrte Allah ihn vor den Schlechtigkeiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten. Und die Leute voraus suchte das Schlechte der Pein heim. Und ich wundere mich über denjenigen, der vor einer Krankheit geplagt ist und nicht zu folgenden Worten Allahs flieht. Mir ist wahrhaftig das Schädliche widerfahren und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Da erhörten wir ihn und nahmen das, was auf ihm an Schädlichem lag, von ihm hinweg und gaben ihm seine Angehörigen und mit ihnen die gleiche Anzahl aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für die Anbetendienenden. Wenn wir dies lesen und spüren, dass wir weit vom Koran entfernt sind und dass es unsere Herzen nicht berührt, dann sollten wir uns anstrengen, ihn zu lesen, bis die Worte in unsere Herzen dringen. Fleht Allah an, dass der Koran euch, euer Herz berührt. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Koran die Wahrheit ist. Wenn Allah uns sagt, dass der Koran eine Heilung für die Herzen ist, dann ist er dies gewiss. Wir müssen Gewissheit haben. Wir sollten auch unsere Beziehung zum Offenbarungsbuch Allahs verbessern, indem wir versuchen, es zu verstehen. Wir sollten uns Exkesen anhören und Exkese-Bücher lesen, wenn wir Zugang dazu haben. Im Zeitalter des Internets dürfte es keine Ausrede geben. Die erstaunliche Exkese-Reihe der kurzen Koransuren von Imam Suhaib ist besonders zu empfehlen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam. Das Lob gebührt Allah, der sein Buch mit dem Lobe begann, indem er sagte: Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, der Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Und der Erhabene sagt: Alles Lob gehört Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat, ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird, auf immer darin zu verbleiben. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. Ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus? Sie sagen nichts als Lüge. Allah sagt, alles Lob gehört Allah, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und alles Lob gehört ihm im Jenseits. Er ist der Allweise und Allkündige. So gebührt ihm das Lob zu Anfang und am Ende, was bedeutet, in Bezug auf alles, was er erschaffen hat und wird, er ist der zu Lobende wegen all dieser Dinge. So wie der Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhalt und ihm Wohlergehen schenken, sagte: O Allah, unser Herr, dir gebührt das Lob,
so viel wie die Himmel enthalten und so viel wie die Erde enthält und so viel das enthält, was du danach noch willst. Deswegen geben sich die Paradiesbewohner mit jedem Atemzug seiner Lobpreisung und Lobsagung hin, weil sie die Gewaltigkeit seiner Gaben, die Vollkommenheit seiner Macht, die Gewaltigkeit seiner Herrschaft und die ununterbrochenen Gaben zu sehen bekommen. So sagt Allah der Erhabene, diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen, in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf darin wird sein, Preis sei dir, o Allah. Und ihr Gruß darin, Friede, und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltbewohner. Und das Lob gebührt demjenigen, der die Gesandten entsandte, als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Deren letzter war der arabische mekkanische des Lesens und kundiger Prophet, der die Menschen zum deutlichen Weg leitete. Er entsandte ihn, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken für all seine Geschöpfe, zu den Menschen und den Dschinn vom Beginn seiner Berufung bis zum Tage der Auferstehung. So wie Allah es beschrieb, sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer ihm, er macht lebendig und lässt streben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftkundigen Propheten, der an Allah und seine Worte glaubt und folgt ihm, auf dass ihr richtgeleitet sein möget. Jeden, der dieser Koran erreicht, sei er Araber oder nicht, schwarz oder rot, Mensch oder Dschinn, so ist er für ihn ein Warner. Deswegen sagt Allah, wer aber von den Gruppierungen ihn verleugnet, dessen Verabredungsort ist das Höllenfeuer. Wer also unter denen, die wir erwähnten, den Koran verleugnet, dem wird das Feuer versprochen, wie es wortwörtlich im Koran zu lesen ist. Allah sagt auch, lass mich allein mit denjenigen, die diese Aussage für Lüge erklären. Wir werden sie stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie nicht wissen. Und ich gewähre ihnen Aufschub, aber gewiss, meine List ist fest. Der Gesandte Allah sagte, ich wurde zu den Roten und Schwarzen entsandt. Er ist der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zu allen, die zur Verantwortung gezogen werden, den Menschen und den Dschinn, um ihnen zu berichten, was ihm Allah von diesem Buch offenbarte. Es ist für wahr ein wahrhaftes Buch, an das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Er lehrte die Menschen darin, dass Allah der Erhabene die Menschen dazu auffordert, ihn mit Verstand zu studieren. Er sagte, denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Und der Erhabene sagt, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und der Erhabene sagt,
Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach, oder sind an diesen Herzen deren Verriegelungen angebracht? O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Verderbnis. Und Allah weiß es am besten.